Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Sly Cooper Jagd durch die Zeit. Wir sind jetzt das letzte Mal hier stehen geblieben. Und machen uns jetzt weiter auf in das Museum. Natürlich möglichst unentdeckt. Ah, jetzt hier locker. Das war so klar. Hätte schon längst durchgehen können, aber... Oh, die Musik gefällt mir. Ah, können das irgendwelche wichtigen Personen vielleicht sein? Ich weiß es nicht. Wir müssen dort lang, alles klar. Aber erstmal hier Kissen, die können wir gar nicht zerdeppern. Aber ich glaube, wir können da rauf. So, mitnehmen, weil ich gehe mal davon aus, dass wir wieder unsere Upgrades für die Charaktere mit Hilfe von den Münzen kaufen können. Und hier hinten ist doch bestimmt was. Ein extra Leben. Entscheid dich, Junge, entscheid dich. Oh shit. Nein, das ist eine Slime-Maske. Du hast eine Slime-Maske gefunden. Sammle geheime Slime-Masken im Spiel. Moment. Jetzt hat sich ein anderes Fenster vor meiner Nase geöffnet. Im Spiel, um ganz spezielle Gegenstände zu verdienen. Möchtest du jetzt das freischaltbare Menü aufrufen? Ja, natürlich. Lass uns doch mal reinschauen. Also immer im 5er Abschnitten bis 20, dann im 10er Abschnitten. Okay, alles klar. Das heißt, wir brauchen noch ein paar, um das erste freischaltbare Boni zu bekommen. Alter, leck mich doch am Arsch. Die Frage ist jetzt... Das kann man mir nicht anlassen. Das geht nicht. Moment, die Münzen zählen noch, wa? Die sind eingesammelt worden. Das heißt bestimmt, das Teil ist auch noch eingesammelt. Ja, alles klar. Gut, jetzt muss ich die anderen Münzen jetzt nicht unbedingt nochmal einsammeln. Jemand hat die Verwirrung hier hineingesteckt. Was für Überraschungen mich drinnen wohl erwarten? Ich weiß es nicht. Wow! Nicht gleich nochmal entdeckt werden. Ja? Alter, das ist so dunkel hier in der Ecke. Ich glaube, ich muss bei mir schon wieder komplett auf ganz hell machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken, wie es jetzt aussieht. Ich meine, wir sind in der Nacht. Aber es dämmert schon. Ja, jetzt erkenne ich auch hier die Texturen so halbwegs. Alles klar, jetzt passt es schon besser. Ey, ich will die Kiste. Alles klar. Das ist die Dachluke, aber sie ist zu. Laut meines Beweg dich langsam, bis du direkt hinter ihm bist. Wenn du nah dran bist, räume ihm mit der Kreistaste die Taschen leer. Vielleicht musst du... Keine Sorge, Bentley, wir haben's doch schon. Für einen lautlosen Schlag schleichst du dich von hinten an einen Gegner an. Gut, Sly. Jetzt schließ mit dem Schlüssel die Dachluke auf. Genau den Move meinte ich im letzten Part. Moment, wir machen das sofort. Aber das war natürlich was, mich interessiert das natürlich, was wir da freischalten mit der mit den Masken. Deswegen halten wir natürlich ein bisschen Ausschau nach denen. Aber jetzt erstmal das Dachfenster öffnen. Bei sowas frage ich mich ja immer... Sag Bescheid, wenn das Sicherheitssystem aus ist. Geduld, Sly. Ein Genie hetzt man nicht. Und ich bin gerade dabei, ein Hackermeisterwerk zu schaffen. Dum, 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 Bentley, das geht. Oh, yes. Was ich sagen wollte, bei sowas frage ich mich immer... Das letzte Mal war ich als Teenager in dieser Kanalisation. Allein für diesen Spruch schon wieder. Ist es hier widerlich. Ihr versteht schon, ne? Ich muss das, glaube ich, nicht erklären, den Joke jetzt. Ich hoffe, jeder hat den verstanden. Ich hoffe, jeder hat ihn verstanden. Er ist eine Schildkröte. Als Teenager war er hier drinnen.
Teenage Mutant Ninja Turtles. Ist übrigens auch ein neues Spiel angekündigt, mal so nebenbei als miese Insider-Info. Um das jetzt endlich mal zu abzuschließen, warum haben solche Museen überhaupt denn Dachfenster drinnen? Wenn das dann extra bewacht werden muss und das vielleicht dann ein Schwachpunkt sein könnte, wo Einbrecher reinkommen könnten, warum geht das dann überhaupt so was? Das geht da erledigen. Durch Drücken der Dreiecktaste platziere ich eine. Man muss es auch können, ne? Na, das hat gefetzt. Ist aber ganz schön flott unterwegs hier, Kollege. Wir müssen, glaube ich, darüber. Aber ich will erstmal sehen, was es da hinten noch gibt. Hey! Ich komme da nicht durch. Scheiße. Turbo-Schildkröte! Hier wird doch was sein, oder nicht? Kann ich hier auch nicht durch? Nee, kann ich nicht. Wir waren nämlich so der Meinung, dass hinter so einem Gitter in der Demo zumindest eine Maske versteckt war. Und die würde ich natürlich dann schon gerne mitnehmen. Oh yes. Ein Riesensprung. Hier brauche ich das Hoverpack. Denn ich dank an die Technologie. Dankeschön. Toll, die Plattform ist blockiert. Ich muss sie mit einer Bombe freiräumen. Wenn ich die L1-Taste drücke und halte, erscheint meine Distanz an. Volltreffer! Ja, ist alles wenn noch. Wenn ich in diese Brühe falle, muss ein neuer Panzer her. Ist alles noch das, was man in der Demo zocken kann. Und ich glaube, hier war das. Links rum jetzt hier. Hier hinter war das, glaube ich. Genau da war das. Das ist genau das gleiche wie in der Demo. Hab ich doch gesagt, die war noch die Maske. Haben wir schon 2 von 60? 60? Und es steuert sich unfassbar direkt und geil. Und ja, wie gesagt, es gibt eine Demo auf dem PlayStation Store natürlich. Wie gesagt, ist PlayStation und Sony exklusiv. Also nur für die Sony-Konsolen bzw. Handhelds. Deswegen, wer da Bock drauf hat, mal sich selber anzuzocken, lädt sich einfach die Demo runter. Download kostet sogar auf der PlayStation 30 Euro. Ich habe mir die CD-Version geholt für 45. Und ja, wie gesagt, ich glaube, da ist beide Titel mit drin. Es ist natürlich, ich habe keinen, ich kenne niemanden, der eine Vita. Beziehungsweise doch, ich kenne niemanden. Laut den Plänen liegt der Kontrollraum genau unter mir. Ich muss nur irgendwie reinkommen. Etwas Sprengstoff wäre nicht. Aber es gab da im. Ihr kennt ja das. Ich sag mal das. Das Dashboard von der PlayStation 3, wo ihr das startet. Wie heißt denn das? Boah, ich hab keine Ahnung. Wenn ihr die PlayStation startet, seid ihr ja immer in diesem Menü. Und da stand auch ein anderer Punkt. Ihr kennt ja das immer: Spiel starten. Und darunter stand Disk-Vorteile. Nur, ich habe mir das noch nicht angesehen. Ich mach das mal im Laufe des Let's Play, sag ich euch mal, was da drin ist. Beim nächsten Mal, wenn ich das starte, das, die PlayStation, schaue ich mal da rein, was da so. Für Vorteile gibt es PC-Version, würde ich schon sagen. Die CD-Version, so. Das war mehr als haarscharf. Wie läuft's mit dem Sicherheitssystem? Toll. Perfekt. Gib mir eine Sekunde. Eins. Du bist so lustig. Nächstens überlasse ich Sly die Kanalisation. Und kaboom. Jetzt ein patentierter Bentley-Hacker-Angriff! Oh ja. Yeah. Es gibt sogar, habe ich gesehen, ein eigenständiges Bentley-Hacker-Game. Was so ein kleines, ich glaube, 10 Euro kostet das oder so. Aber ich glaube, es ist genau das gleiche, was du hier machst, nur dann in anderen Varianten oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Hallo, alter Freund! Wir müssen das Haupt-Andock-Tor erreichen, bevor der Sicherheitscode uns aus dem System wirft. Mit dem linken Stick wird das Schiff gesteuert. Mit dem rechten Stick wird die Bitkanone gesteuert. Bitkanone pustet die Firewall weg.
Spitzkanone läuft perfekt. Gleichzeitig schießen und bewegen. Knackt das System. Alles klar. Das sollte kein Problem sein. Solche Twin-Stick-Shooter heißen, glaube ich, liegen mir ganz gut. Firewall ist verstärkt. Ich mag sowas. Für die Bitkanone. Aber jetzt habe ich gesagt, kann ich meinen Panzercode aktivieren. Jetzt habe ich gesagt, es liegt mir ganz gut, jetzt vorbei. Die schweren Geschütze, Baby. Die Gigabombe knackt die Firewalls. Weiter geht's. Abwehrdrohnen. Ausweichen oder abschießen. Abschießen. So. An den Datenschlüssel komme ich nur mit meinem Shellcode heran. Geh weg. Weg von mir. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen mit dem kleinen Ding. Das dürfte funktionieren. Das Tor ist auf. Das Schiff kann anlocken. Und hier durch. Alles klar. Das war's auch schon. Saves 0%, Schätze 0%, Flaschen 0%. Oh, da haben wir einiges zu tun. Aber wir sind ja noch am Anfang. Und die Ladezeiten sind echt nicht die ganz kürzesten. Und schon zerfällt das ganze Codesystem. Okay, Murray, jetzt du. Der Murray ist immer bereit, Bentley. Murray, der Muskelprotz. Naja, die okay, Muskeln verstecken Murray, sich aber anscheinend. Wieder kampfbereit werden. Wärm dich doch mit ein paar einfachen Angriffen auf. Drücke die Quadrattaste zum Schlagen. Hey. Oh ja! Mein Muskelgedächtnis erwacht langsam wieder! Drücke und halte die Dreieck-Taste zum Aufladen und lass sie los für einen Drehangriff.